Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie im Namen meiner Kollegin Natascha Gikas vom Deutschen Filmmuseum und auch persönlich sehr herzlich zu unserem heutigen Abend, dem vorletzten Abend in unserer Filmreihe über den deutschen Herbst. Mein Name ist Steffen Bründel, ich leite das Forschungszentrum Historische Geisteswissenschaften der Goethe-Universität. Wir haben heute als Einführenden keinen Filmwissenschaftler, sondern einen Politikwissenschaftler, weil wir fanden, dass wir eben diesen politisch-historischen Kontext auch abdecken möchten. Und ich freue mich sehr, dass Herr Professor Christopher Dase vom Exzellenzcluster für normative Ordnungen heute zu uns gekommen ist und zu uns sprechen wird. Er ist Professor für internationale Organisationen an der Goethe-Universität und er ist Programmbereichsleiter internationale Organisationen und Völkerrecht am Leibniz-Institut Hessische Stiftung Friedens- und Konfliktforschung. Lieber Herr Dase, Sie haben das Wort. Ja, guten Abend und herzlichen Dank für die Einladung. Hier ein paar Worte in Vorbereitung auf diesen Film zu sprechen. Es hat sich ja eingebürgert, die Geschichte der RAF in der Abfolge von drei Generationen zu schildern. Nicht? Die erste Generation um Andreas Baader und Ulrike Meinhof war so von 1970 bis 1974 aktiv. Die Gruppe verstand sich als ja, eine politische Avantgarde, als Elite und wollte mit ihren Anschlägen auf Warenhäuser, Militäreinrichtungen, Sicherheitsbehörden und Medien das revolutionäre Bewusstsein der Massen wecken und eine Revolution herbeiführen. Die zweite Generation bildete sich dann, als die erste mehr oder weniger im Gefängnis saß, 1973, 1974, zunächst um Helmut Pohl und Margit Schiller, dann aber später vor allem um die Personen Christian Klar und Brigitte Mohnhaupt. Die zweite Generation steht für die extreme Eskalation der Gewalt, um die Gefangenen der ersten Generation aus dem Gefängnis zu befreien und steht für die Ereignisse des deutschen Herbsts 1977, also die Big Raushole. Es beginnt 1975 mit der Besetzung der deutschen Botschaft in Stockholm, geht weiter mit Mordanschlägen auf Siegfried Buback und Jürgen Ponto und gipfelt in der Entführung von Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleyer am 5. September 1977 und natürlich der Lufthansa-Maschine Landshut. Was dann passiert, ist bekannt und ja auch vielfach verfilmt und beschrieben. Die Odyssee des entführten Flugzeugs von Rom über Zypern, Dubai, Aden und nach Mogadischu. Ermordung des Flugkapitäns Schumann, Befreiung der Geiseln durch die GSG 9, Tod dreier Entführer, die Selbstmorde von Baader, Raspe und Enslin in Stammheim und die Ermordung Hans-Martin Schleyers. Die dritte Generation beginnt mit einem Strategiewechsel der RAF. 1982 hat die RAF angekündigt, gewissermaßen die Lehren aus dem Scheitern der Offensive 77 zu ziehen und den Kampf jetzt direkt gegen die Akteure des Establishments zu richten und dabei verstärkt mit gleichgesinnten Gruppen in Europa zusammenzuarbeiten. Wolfgang Grams und Birgit Hogefeld werden die treibenden Kräfte dieser dritten Generation, die MTU-Chef Ernst Zimmermann, Siemens-Manager Karl-Heinz Beckurz, den Diplomaten Gerold von Braunmühl, den Chef der Deutschen Bank Alfred Herrhausen und den Präsidenten der Treuhandgesellschaft Detlef Carsten Rohwedder ermorden. Das lange Ende der dritten Generation beginnt dann am 27. Juni 1993 in Bad Klein, Sie erinnern sich, wo bei einem missglückten Polizeieingriff ein GSG-9-Beamter und Siegfried Grams unter nie ganz geklärten Umständen sterben. Schon vorher hatte Bundesjustizminister Kinkel eine versöhnlichere Haltung von Seiten des Staates gegenüber der RAF angekündigt und die RAF hat ihrerseits mit einer Zurücknahme der Eskalation, wie es hieß, geantwortet. Die RAF muss schließlich einsehen, dass die Idee, eine europäische Front zu bilden,
nicht aufgegangen ist. Im Gegenteil, die transnationale Kooperation hat sie angreifbar gemacht. Konsequenterweise verfasst die RAF 1998 ihre eigene Auflösungserklärung und stellt lapidar fest, dass die Stadtguerilla in Form der RAF nun Geschichte ist. Aber zu Ende ist die Geschichte noch lange nicht, denn nicht alle RAF-Mitglieder sind gefasst und verurteilt. Etliche sind bis heute auf der Flucht, unter ihnen Daniela Klette, Burkhard Gagwerk und Ernst Volker Staub. Und sie machen in schöner Regelmäßigkeit von sich reden, wenn mal wieder eine Bankfiliale oder ein Geldtransporter überfallen wird. Das sind dann aber keine terroristischen Anschläge und eigentlich auch keine politischen Taten mehr, sondern es geht schlicht um den Unterhalt, um ein Leben in der Illegalität zu finanzieren, das sie nunmehr seit 25 Jahren führen. Diese Entwicklung ist nicht untypisch für bewaffnete Konflikte. Und ein bewaffneter Konflikt war der RAF-Terrorismus allemal. Bewaffnete Konflikte tendieren dazu zu degenerieren, wenn sie lange andauern. Sie entwickeln eine Eigendynamik, die dazu führt, dass sich Gewaltanwendung und Gewaltmotiv voneinander entfernen. Der ursprünglich politische Zweck geht verloren und andere Motive gewinnen die Oberhand. Aus der Bürgerkriegsforschung ist dieser Mechanismus gut bekannt. Zunächst bilden sich Rebellengruppen, die einen Guerillakrieg gegen staatliche Sicherheitskräfte führen, um einen politischen Umsturz herbeizuführen oder um Reformen zu erzwingen. Um den Kampf dann effektiv führen zu können, werden etwa Bodenschätze ausgebeutet oder möglichst gewinnbringende Pflanzen, in der Regel Drogen, angebaut. Und um die dann vermarkten zu können, müssen illegale Vertriebswege genutzt bzw. hergestellt werden, womit dann eine Beziehung zur organisierten Kriminalität entsteht. Und je lukrativer die illegalen Geschäfte sind, desto schwieriger wird es, die Kämpfenden tatsächlich bei der Stange zu halten, gewissermaßen, den politischen Gehalt des Kampfes zu betonen und ihnen das gute Leben und den schnellen Gewinn zu verweigern. Zahlreiche ursprünglich politisch motivierte Guerillagruppen sind so zu rein kriminellen, am individuellen Profitstreben orientierte Banden degeneriert. Die FARC in Kolumbien ist dafür ein gutes Beispiel, zumindest für eine gewisse Zeit. Aber auch etliche Gruppen in den afrikanischen Bürgerkriegen haben genau diese Entwicklung hinter sich. Und auch Terrorgruppen unterliegen solchen Degenerationsprozessen. Am Beginn mag noch eine politische Idee stehen, die mit politischer Gewalt erzwungen werden soll. Aber das Leben im Untergrund zwingt solche Gruppen dazu, ihren Lebensunterhalt auf kriminelle Weise zu verdienen, also Gewalt ohne politische Motivation anzuwenden. Und dabei kann sich dann schnell herausstellen, dass es bedeutend schwieriger ist, eine Bank auszuräubern, als einen Bankdirektor zu ermorden. Und das heißt, dass mehr Aufwand für die Beschaffungskriminalität nötig ist, als für die eigentliche politische Tat. Und sich so der Schwerpunkt der Untergrundaktivität mehr in Richtung ordinärer, das heißt unpolitischer Kriminalität verschiebt. Und in beiden Fällen, bei den Bürgerkriegen und beim Terrorismus, sieht man hier so eine schleichende Entpolitisierung der Gruppen. Gewalt wird zum Selbstzweck bzw. verliert die politische Motivation, die ursprünglich ihr Anlass war. Es gibt noch weitere Mechanismen, die zur Verselbstständigung und Entpolitisierung politischer Gewalt führen. Etwa die Eskalation der Gewalt, die sich aus der Konkurrenz mit anderen Terrorgruppen oder in Auseinandersetzung mit dem Staat ergibt. Oder der Verlust an Steuerungsfähigkeit, der bei der Zusammenarbeit mit anderen Terrorgruppen entsteht. All diese Prozesse können fast idealtypisch an der doch für Terrorgruppen verhältnismäßig langen Geschichte der RAF studiert werden. Die zunehmende Militarisierung und Brutalisierung der Anschläge, um im Wettstreit um Aufmerksamkeit und Führerschaft des linken Terrorismus erfolgreich zu sein, die gleichzeitige Eskalation der Gewalt und der Verlust politischer Programmatik durch die Konzentration auf sich selbst, die Big raushole. Der Kontrollverlust durch die Kooperation mit palästinensischen Terrorgruppen,
die Aufgabe politischer Ziele durch Konzentration auf Subsistenzkriminalität und so weiter. Aber das soll hier ja kein akademischer Vortrag werden, sondern eine Hinführung zu Rainer-Werner Fassbinders Film Die dritte Generation. Aber mir scheint, dass Fassbinder genau solche Verselbstständigungs- und Degenerationsprozesse politischer Gewalt im Sinne hatte, als er den Film drehte. Interessant nur, dass er von der tatsächlichen dritten Generation der AF noch gar nichts wissen konnte. Die entstand nämlich erst Jahre nach der Uraufführung in Cannes 1979. Wahrscheinlich kann man aber doch in der komödiantischen, grotesken Verfremdung des schrecklichen Geschehens die Degenerationsform politischer Gewalt sehen, wie sie Fassbinder erahnte. Aber sehen Sie selbst.